Wer Medizin studieren will, der braucht eine sehr gute Abi-Note. Nur mit einem 1er-Durchschnitt überwindet man den Numerus Clausus. Die Frage dabei ist, kann man von der Abi-Note ableiten, ob jemand ein guter Mediziner wird oder nicht? Nein, sagte hier das Bundesverfassungsgericht. Für Maximilian Hubert eine tolle Nachricht. Auch er macht sich jetzt wieder Hoffnung. Maximilian Hubert, 18 Jahre, Abiturnote 1,7. Und trotzdem hängt er wie viele andere in der Warteschleife. Er hofft auf einen Medizinstudienplatz und überbrückt seine Wartezeit mit einer Ausbildung. Hier am Nürnberger Klinikum Nord wird er ATA, anästhesietechnischer Assistent. Er ist also immer der Erste, der Patienten nach der Narkose betreut. Außerdem lernt man sehr viel über Medizin, über angewandte Medizin. Das heißt, man ist nicht nur, studiert nicht nur über Schulbüchern, sondern man sieht auch wirklich, was gerade im OP passiert. Man hilft aktiv mit, man zieht Medikamente auf, man spritzt Medikamente natürlich auf Arztangabe und kann da schon sehr viel lernen, ohne dass man jetzt ein Studium absolviert hat. Täglicher Einsatz im Krankenhaus, derzeit in der zentralen Sterilgutversorgung. Berufsschuleunterricht in Blockform, unter anderem in den Fächern Hygiene, Anatomie oder Arzneimittellehre. 3 Jahre Ausbildung inklusive Abschlussprüfung. Das verkürzt nicht die Wartezeit, allerdings erhöht es die Chance, dass man durch den NC kombiniert mit zum Beispiel dem TMS und einer Ausbildung oder Berufserfahrung dann vielleicht gleich einen Studienplatz bekommt. Ja, also die beste Universität zieht 0,4 von dem Abiturschnitt ab. Im Studienfach Medizin gibt es Jahr für Jahr mehr Interessenten für die gleiche Anzahl an Plätzen. Die Chancen, an einer der 38 medizinischen Fakultäten in Deutschland zu landen, verschlechtern sich von Jahr zu Jahr. Die Folgen sind ein extrem hoher Numerus Clausus und ein kompliziertes Zulassungssystem. Wenn man schon sagt, dass Medizin ein zulassungsbeschränktes Studium ist, dann sollte man sagen, dass man nach irgendetwas geht, was dann später im Berufsfeld auch wirklich Anschlag findet und nicht einfach nur der Notendurchschnitt. Ja, weil wenn man eine gute Note hat, heißt noch lange nicht, dass man später ein guter Arzt ist. Wo ich den Fehler einfach sehe, ist, dass man es so universell macht. Das heißt, egal wo man hingeht, muss es genau gleich da gemacht werden. Es gibt kaum Unis, die wirklich individuell ein Auswahlverfahren machen. Das Bundesverfassungsgericht kritisierte vor Weihnachten die Vergabepraxis der Universitäten als ungerecht. Das liegt nicht nur an den unterschiedlich schwierigen Abituranforderungen in den Bundesländern. Die aktuelle Diskussion um den Numerus Clausus für Maximilian berechtigt. Ich habe kein schlechtes Abitur und könnte rein theoretisch die meisten Studiengänge, also in die meisten Studiengänge gehen, die ich will, nur nicht in das, was ich möchte. Und ich finde, das ist einfach schon ungerecht. Ja. Ich habe mich angestrengt für mein Abitur und ich wusste von Anfang an, dass es schwierig wird. Ja? Und ich habe am Schluss kein schlechtes Abitur gehabt, aber es hat einfach nicht gereicht. Und es kann nicht sein, dass 1,0 oder 1,1 die einzige Möglichkeit ist, mit einem Arzt zu werden oder Medizin zu studieren, wenn man sich das wirklich schon praktisch sein ganzes Leben wünscht oder das als seinen zukünftigen Beruf sieht. Und jetzt begrüße ich bei mir Professor Martina Kattmann. Sie ist Gründungsdekanin der Medizinischen Fakultät an der Uni Augsburg. Dort entsteht ja gerade die Uniklinik. Und zuvor waren Sie an der Universität in Oldenburg und da zuständig für die medizinische Ausbildung. Also Numerus Clausus ist eigentlich Ihr Thema. Wie sehen Sie die ganze Sache? Sollte man den abschaffen? Wir haben gerade das Beispiel gesehen. Irgendwie ist das ja alles, scheint zumindest unfair zu sein. Ja, also Numerus Clausus ist ja an sich nur eine Beschränkung der Zulassungszahlen. Das heißt, abschaffen geht wahrscheinlich nicht, weil wir haben immer über 40.000 Bewerber auf 9.000, zwischen 9.000 und 10.000 Studienplätze. Was kritisch ist, ist die starke Bedeutung der Abiturnote im Vergleich zu anderen Kriterien. Und daran muss man sicher etwas ändern. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, dass man nicht anhand der Abinote entscheiden sollte, sondern eigene Eignungstests einführen sollte, um festzustellen, ob jemand geeignet ist für Medizin, für diesen Beruf dann später. Weil nur eine Abinote, eine Abinote, das kann ich auch mit Mathe gemacht haben, kann aber eine absolute Niete später als Mediziner sein. Genau. Also das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat gesagt, es gibt Teile des Auswahlverfahrens, die sind verfassungskonform und andere nicht. Eins davon, eine Auflage, die wir sicher erfüllen müssen, ist, dass wir der Abiturnote nicht mehr die gleich hohe Bedeutung beimessen, wie wir es bisher getan haben. Herrn Huber zum Beispiel würde ich beruhigen und würde ihn ermutigen,
zum einen einen Studierfähigkeitstest zu machen, den es schon gibt, nämlich den Medizinertest. Das, was er jetzt momentan macht, ist ganz super. Und wenn er den Medizinertest gut macht, dann hat er wirklich eine Chance, einen Studienplatz zu bekommen. Also es gibt tatsächlich noch Durchlässigkeiten da in dem Berufsbild. Jetzt haben wir schon viel über den Numerus Clausus gesprochen. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen mit Informationen beschäftigen. Wie viele Bewerber gibt es überhaupt und wie viele Studienplätze gibt es? Und wie funktioniert das eigentlich ganz genau mit dem Numerus Clausus? Das Zulassungsverfahren für Studiengänge mit zu vielen Bewerbern auf zu wenig Studienplätze wird bislang mit einem Numerus Clausus, sprich der Abiturnote, geregelt. Besonders im Studium der Medizin wächst die Nachfrage nach Studienplätzen exponentiell. Waren es vor rund 13 Jahren noch etwa doppelt so viele Bewerber wie Studienplätze, so lag zum Wintersemester 2017-2018 die Zahl der Bewerber nach Angaben der Stiftung Hochschulzulassung fünfmal so hoch, bei 43.184 jungen Menschen auf gerade einmal 9.176 Plätze. Die Folgen sind ein extrem hoher Numerus Clausus und ein kompliziertes Zulassungssystem. Vorab ist eine bestimmte Platzzahl den Auslandsstudenten vorbehalten. Nach diesem Abzug werden 20% der bundesweiten Plätze von der Stiftung für Hochschulzulassung an die Bewerber mit den besten Abiturnoten vergeben. Weitere 20% der Plätze vergibt die Stiftung nach Wartezeit. Diese liegt derzeit in Medizin bei etwa 14 Semestern. Die übrigen Plätze werden schließlich im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben. Doch um die Chancengleichheit der Studierenden zu wahren, plant man die Eignungsgespräche und Zulassungsverfahren an den Universitäten bundesweit in standardisierter und strukturierter Form durchzuführen. Und im Vorfeld überlegt man erneut die Vereinheitlichung des Abiturs. Damit erhalte man bundesweit die gleichen Messwerte für Abiturnoten. Die Schaffung von weiteren Studienplätzen in Bayern hilft nur bedingt, da durch die deutschlandweite Platzvergabe ein in Bayern geschaffener Studienplatz mit 85%iger Wahrscheinlichkeit ein Nicht-Bayer bekomme. Ja, Thema Abiturnote. Wenn man im Norden sein Abi, in Bremen zum Beispiel, gemacht hat, hat man viel leichter den 1er-Durchschnitt, als wenn man in Bayern sein Abitur gemacht hat. Auch da ja eine Ungleichheit. Muss das bundeseinheitlich dann geregelt werden, wenn man es weiter an der Abiturnote festmacht? Das wird bundeseinheitlich geregelt werden. Wir haben die Regelungen ja schon bei den 20% Abiturbesten. Da gibt es keine Konkurrenz zwischen den Bundesländern, sondern nur innerhalb eines Bundeslandes. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt aufgegeben, einen irgendwie gearteten Ausgleich auch für die 60% Abitur, also Studienplätze, für die durch die Hochschule selbst vergeben werden, zu schaffen. Also was müsste man jetzt eigentlich tun? Also wenn man das Ganze noch mal aufs Tableau hebt, müsste man die Abitnote als Teil nur nehmen und dann aber noch zusätzlich einen Eignungstest einführen an den Universitäten. Genau, also wir haben, das ist ja zum Teil jetzt schon so, die Abiturnote ist nur ein Teil. Es muss aber eine maßgebliche Gewichtung der Abiturnote sein. Das heißt, diese Gewichtung müsste man an sich etwas reduzieren. Und das Zweite ist, alle Fakultäten müssen neben der Abiturnote weitere Kriterien berücksichtigen, wie zum Beispiel ein Medizinertest oder etwas Ähnliches. Zum Beispiel auch, was Herr Hubert gerade gemacht, also eine Medizinerausbildung. Die Zweckmäßigkeit des Numerus Clausus ist natürlich auch Thema in der Politik. An der Uni Regensburg haben wir mit dem Kultusstaatssekretär Siebler gesprochen und ihn gefragt, wie denn eigentlich die Staatsregierung darüber denkt. Bei uns begrüße ich jetzt Bernd Siebler, Staatssekretär im Kultusministerium. Herr Siebler, der Numerus Clausus ist ja derzeit stark in der Kritik, weil keine Chancengleichheit gegeben ist. Wäre dann eine Abkehr vom NC vielleicht eine ganz sinnvolle Maßnahme in Zukunft für die Studienplatzvergabe? Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja besonders das Verfahren über die Medizinstudienplätze angesehen. Bei Medizin haben wir schlichtes Ergebnis, dass wir etwa 40.000 Bewerberinnen und Bewerber haben, aber nur 10.000 Plätze. Von daher muss man hier eben ein Stück ausgleichen zwischen dem, was eben Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit ist, und dem, was umsetzbar ist. Man muss auch wissen, ein Medizinstudienplatz ist der teuerste insgesamt. Ein Medizinstudium kostet 250.000 Euro. Also auch hier sind einfach von finanzieller Dinge bestimmte Engpässe gesetzt. Nichtsdestotrotz
dort schaffen wir in Bayern weitere Studienplätze. Wir haben hier in Regensburg erst in den 80er Jahren eine Uniklinik gegründet und sind gerade bei in Augsburg eine weitere Uniklinik zu gründen, während in anderen Bundesländern eher Medizinstudienplätze abgebaut werden. Also wir versuchen als Freistaat Bayern ein Stück über Kapazitäten zu regeln, müssen uns aber natürlich auch die juristische Seite ansehen. Das Verfassungsgericht hat nicht den Numerus Clausus im Grundsatz in Frage gestellt, sondern hat uns aufgegeben, an einigen Stellschrauben nachzustellen. Ortswünsche, Verfahrensdauern, Wartezeiten, solche Dinge. Die Fragen werden wir uns sehr genau anschauen und natürlich auch mit rechtskonformen Antworten dann auch ankommen. Es sind in den nächsten Tagen eine ganze Reihe von Gesprächen auf Bundesebene geplant, beziehungsweise auf KMK. Glauben Sie, ich gehe mal kurz dazwischen, ist er generell noch zeitgemäß, der Numerus Clausus? Ist es ein Indikator für die fachliche Eignung? Es gibt genügend Studien, die sagen, dass Noten einen guten Zusammenhang zum Erfolg zu einem Studium haben. Eindeutig. Es ist nicht der einzige Faktor, das ist vollkommen klar. Und eigentlich werden nach Noten nur 20% der Noten der Studienplätze vergeben. Die Universitäten könnten 60% nach anderen Kriterien auswählen. Wir haben zum Beispiel an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen auch die Möglichkeit über einen Medizinertest. Also da könnte man auch durch agierende Hochschulen noch einiges mehr tun. Genau solche Stellschrauben werden wir uns genauer anschauen. Aber grundsätzlich drücken Noten und Abiturnoten schon auch eine ganze Menge über den Erfolg von Studien mit aus. Es gibt auch Kritiker, die sagen, wenn man jetzt rein sich auf den Notendurchschnitt konzentriert, führt das zu sogenanntem Bulimie-Lernen, was dann vielleicht auch keine Leistungsträger für die Politik, für die Wirtschaft hervorbringt. Also zunächst sind Noten ein wichtiger Indikator, deshalb muss man auch damit umgehen können und man muss natürlich auch in Prüfungssituationen seine Leistungsbereitschaft auch abrufen können. Das soll später im Beruf auch von großer Bedeutung sein, dass man auch unter Stress mal Leistung bringt. Aber ich glaube, dass wir im bayerischen Schulsystem vor allem eben nicht nur das reine Lernen haben, sondern wir haben neben Deutsch, Mathe und Englisch eben auch Geschichte, Musik, Religion, auch diese Fächer, die mit dazu beitragen, dass Persönlichkeitsbildung getragen wird. Das haben wir auch an den Universitäten. Wir haben den 131er der Bayerischen Verfassung, wo Wissen und Können proklamiert wird, aber auch Herz und Charakter geschult werden sollen. Das ist die Grundlage für bayerisches Lernen. Wir müssen aufpassen, dass die Dinge, die Waagschalen immer im Ausgleich sind. Das ist vollkommen klar. Aber ich denke, dass wir insgesamt ein ausgewogenes System haben. Schauen wir auf ein bisschen anderes Feld. Glauben Sie, ist das Ressort Bildung bei den Ländern noch richtig aufgehoben? Es ziehen ja doch eine ganze Menge Leute um innerhalb Deutschlands. Und auf der anderen Seite würden vielleicht einheitliche Schulstandards auch den Bildungsstandort Deutschland global etwas stärken. An diesen einheitlichen Schulstandards arbeiten wir auch schon einige Jahre. Es war gerade Minister Spähnle, der mit anderen Bundesländern gemeinsame Standards für Abiturs erarbeitet hat. Auf hohem, guten Niveau, denn wenn wir davon ausgehen, dass Noten eben auch etwas mit Erfolg im Beruf und im Leben zu tun haben, dann dürfen wir nicht nach unten nivellieren. Deshalb müssen wir am hohen und guten bayerischen Niveau uns orientieren. Da sind wir unterwegs und es gibt natürlich auch verschiedene Traditionen in den Bundesländern, verschiedene kulturelle Hintergründe, sodass auch eine gewisse Diversität in den bildungspolitischen Angeboten auch notwendig und gut ist. Ich will nicht zwingend eine Vereinheitlichung, gerade im kulturpolitischen Umfeld. Ich will schon auch ein paar bayerische Besonderheiten oder hessische oder sächsische Besonderheiten auch mit sehen. Das gehört auch mit dazu. Aber es gibt einen gewissen Trend auch bei Qualitätsstandards zu vereinheitlichen. Abschließende Frage, gehen wir nochmal zurück zum NC. Wie wird der denn in Ihrem Ministerium die Problematik diskutiert? Mit welchem Ergebnis bisher? Wir haben natürlich genau die Debatte um die Folgen dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Da gibt es ein paar konkrete Hinweise. Zum Beispiel müssen wir sicherlich die Zahl der Ortswünsche, die beim Medizinstudium angegeben werden können, ausweiten und diesen Faktorstück zurückfahren. Wir müssen sicherlich ein Stück schauen, dass die Wartezeiten, die Wartesemester, die es beim Medizinstudium gibt, in den letzten Jahren wirklich in eine unangenehme, lange Zeit ausgewachsen sind, dass wir die reduzieren, dass wir hier ein Stück auch Quoten vielleicht verändern. Das sind Dinge, die sich aus diesem Urteil ableiten lassen, wo wir aber jetzt eben in den nächsten Wochen eine ganze Reihe von Gesprächen vor uns haben. Ein paar Wegmarken sind gesetzt, über die wir jetzt dann weiter umsetzen müssen. Wir haben den Auftrag, bis zum 31.12.2019 hier ein Konzept vorzulegen, das dann sicherlich auch rechtskonform ist. Dann sage ich vielen Dank, Herr Siebler, und damit zurück zu euch ins Studio. Vielen Dank. Bei den Studierenden in Bayern ist Professor Piazzolo gern gesehen. Kein Wunder, er initiierte das Volksbegehren gegen die Studiengebühren, das am Ende auch erfolgreich war. Und auch zum Numerus Clausus hat er eine kleine, klare Meinung. Der Numerus Clausus ist derzeit stark in der Kritik, da durch ihn keine Chancengleichheit gegeben ist. Wäre daher eine Abkehr vom NC für die Studienplatzvergabe sinnvoll? Nein, ich glaube, und das hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden,
Man wird einen NC brauchen. Man braucht auch Kriterien, die justiziabel sind, die vom Gericht nachgeprüft werden können. Und insofern wird man schauen müssen, auf der einen Seite es gerechter auszugestalten, auf der anderen Seite aber auch zu gucken, nicht nur die Abiturnote in den Vordergrund zu stellen. Kann man die Chancengleichheit mit der Anzahl der Studienplätze erhöhen? Ja, selbstverständlich. Je mehr Studienplätze man hat, desto mehr Studierende können auch einen bekommen. Das war immer auch ein Ziel für uns Freie Wähler. Das war insbesondere Medizin, aber auch in anderen NC-Fächern die Anzahl der Studienplätze erhöht. Das kostet Geld, aber das sind uns die jungen Menschen wert. Durch die bundesweite Vergabe der Studienplätze gehen im Freistaat nur etwa 25% an bayerische Studienanwärter. Ein schwereres bayerisches Abitur bringt weitere Nachteile in Bezug auf den NC. Wie gehen Sie dagegen vor? Ja, wir sind natürlich froh, dass wir in Bayern auch ein gutes, anspruchsvolles Abitur haben. Ich bin nicht dafür, ein Zentralabitur zu schaffen. Das würde die Standards in Bayern senken. Aber selbstverständlich muss man schauen, dass die bayerischen Studierenden bzw. Abiturienten, die dann studieren wollen, nicht benachteiligt sind. Da glaube ich, ist es wichtig, dass man auch entsprechende Werbemaßnahmen macht und dass man darauf hinwirkt, dass es auch gemeinsamen Poollösungen gibt beim Abitur, also hier die Standards vergleichbar machen. Ja, bei mir Professor Martina Kartmann. Sie kennen das alles aus Ihrer Erfahrung natürlich, insbesondere was die Wartezeit angeht. Darüber würde ich jetzt gerne mal sprechen. Da gibt es ja Studenten, die warten 14 Semester, dass sie endlich diesen Studienplatz kriegen und dann erst studieren. Das heißt, die werden auch immer älter und die lernen in der Zeit ja auch nicht wirklich was. Oder vielleicht machen sie auch einen Rettungssani oder sonst was, wie den wir vorhin gesehen haben. Aber was bedeutet das am Ende? Und wenn Sie das mal vergleichen bei Ihren Bewerbern, wenn Sie jetzt so einen 1er-Abi-Studenten haben und jemanden, der 14 Semester gewartet hat, gibt es da Unterschiede? Ja, also es ist in der Tat, wir zwingen Studienanwärter, die warten, tatsächlich nichts Akademisches zu tun. Die können sehr wohl eine Ausbildung machen, aber sie können nichts anderes studieren, weil sie sonst die Möglichkeit verlieren, über die Wartezeitquote einen Studienplatz zu bekommen. Das heißt, wir verhindern sozusagen über 7 Jahre, dass Studierende oder Studienanwärter sowas tun. Wir haben in der Tat in meiner Heidelberger Zeit haben wir untersucht, wie Studierende mit einer langen Wartezeit im Vergleich zu Studierenden mit einer ähnlichen Abiturnote im Studium dann reüssieren. Das konnten wir, weil tatsächlich in Heidelberg auch Studierende zugelassen wurden mit einem mittleren Abitur bis 2,3, sodass wir gucken konnten, 2,0 bis 2,3er Abiturienten, die sofort begonnen haben, die hatten dann einen sehr, sehr guten Medizinertest als Kompensation, verglichen mit denen, die 7 Jahre gewartet haben oder 5 Jahre, 6 Jahre damals. Und da war ein großer Unterschied in der Leistung im Studium. Das heißt also, wenn man Studierende zwingt, Abiturienten zwingt zu warten, dann verlieren sie auch etwas ihre... Also die waren schlechter am Ende. Die waren deutlich schlechter. Und dann verlieren sie einfach ihre Kompetenz zu lernen. Richtig, das wollte ich nämlich auch sagen. Also wenn man direkt von der Schule kommt, dann ist man auch in diesem Lernen, das Lernen, sagt man ja auch immer. Ne? Also da ist man auch in diesem Modus drin. Ja. Aber wenn man das viele Jahre nicht gemacht hat, ist es sehr schwer, da wieder was zu lernen. Ja. Wie müssten eigentlich diese Eignungstests an den Unis aussehen? Also wenn Sie jetzt, Sie sind ja Gründungsdekanin, Sie gründen gerade eine Universitätsklinik, den gesamten medizinischen fakultären Bereich. Wie würden Sie sich das wünschen, dass das in Ihrer Universität aussieht? Ja, also ich glaube sehr an eine Heterogenität von Studierendenkohorten. Das heißt, ich würde der Abiturnote eine gewisse Bedeutung geben. Ich glaube, das ist wichtig, weil die Absolventen doch über eine lange Zeit auch hart gearbeitet haben. Aber ich würde diesem Kriterium zusätzliche Kriterien an die Seite stellen, wie zum Beispiel einen Test, der etwas anderes prüft als die Abiturnote, zum Beispiel den Medizinertest. Und ich würde weitere Kriterien dazu geben, wie zum Beispiel, auch das wird oft schon gemacht, ein medizinnahes, nahe Ausbildung, das haben wir vorhin gehört, dass das eine Möglichkeit ist, was eine Eignung für ein Medizinstudium erhöht. Was ich mir wünschen würde, ganz langfristig, ist, dass man auch Interviewmöglichkeiten gibt. Das ist aber hochaufwendig und braucht eine Menge Personal. Und die haben wir am Anfang nicht an einer neuen Fakultät, aber vielleicht in Zukunft. Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Frau Kartmann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und bei uns